Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ich habe auf Profi gestellt, damit wir es ein bisschen schwerer haben, ein bisschen besser leveln können. Und wir machen, gibt es hier gute, der verfluchte Gletscher. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Das könnten wir mal machen. Weil es gibt so eine Gletscherhöhle, wo was droppt, was ich noch nicht habe. Oder habe ich das schon? Ich brauche noch den Kauderwelschstein und noch irgendeinen anderen. Dann können wir mal ins Ding gehen, ins Easter Egg Level. Mehr Wut. Ist gar nicht mal so schwer. Natürlich nerven ein bisschen die Gegner, die ihn leben. Aber das macht nichts. Wir sind so extrem stark. Vergiss mich nicht. So, wo bist du? Oh. Jetzt kommen die Vögel noch in Extremis. Einfach mal drüber wirbeln. So. Ah, dafür liebe ich den Barbaren. Schon in Diablo 2. Und beim Snowmod, den ich ja übrigens auch Let's Player. Ein fieser Dorn. Aha. Hey, was willst du, hä? Was willst du? So, jetzt können wir hier mal ein bisschen drüber wirbeln. Sehr schön, und hier seht ihr es. Hier droppen sehr viele Kugeln mit dem Bonus Felder der Flugscharen oder so. Nein, das ist nicht hier. Das ist, glaube ich, hier. Ja. Aha, das ist... Das haben wir gar nicht. Dann haben wir eine... Okay, wir haben es gar nicht. So, wir müssen runter. Dann können wir hier eigentlich... Ah doch, Schätze und Haikugeln. Ich habe es nur nicht richtig gelesen. Okay, doch, es ist die 1. Ah, und hier ist auch der Schlüsselwächter. Droppst du mal einen Schlüssel? Ich hätte gerne mal einen Schlüssel. Ich habe noch nie einen Schlüssel gehabt. Natürlich nicht. Da müssen wir höhere Schwierigkeitsstufen bekommen, also machen. Aber sonst kann man, glaube ich, nur noch Meister nehmen. Die anderen zwei sind noch gesperrt. So, was gibt's hier? Aha, dachte schon, es kommen keine mehr. Niemand hält mich zurück. Ja, das hilft schon sehr viel weiter. Noch nicht bereit. Aber nicht zu viel Damage kloppen. Ich will nicht immer Heiltrank. Also, immer, ich habe noch keinen Heiltrank gesoffen, aber ich will nicht einen. Ich brauche mehr Zeit. Ihr seid gar nicht so schlecht wie ihr. Boom. Aha, hier die sind noch sehr stark. Und wir haben es geschafft. Wir bekommen noch eine Kiste dazu. So, Ruf des Berges für Erbim.
Pokémon dafür überwältigen. Sonst nichts, okay. Jo, einen Rubin nehmen wir nicht mit, aber die Stärkung, die möchten wir. Er wurde herangezogen, der Ding, bevor er schien, den konnte. Diese Ramattacke. Oh, nichts getroppt. Ja, okay, dann gehen wir in den vierten Akt. Machen kurz Tor zur Hölle. Bekommen wir sehr viel EXP. So, also ein Level haben wir schon mal geschafft. Gut. So, sind die Gegner. Ah, der süße Geruch nach Schwefel und Asche. Das Tor sollte in der Nähe. Das Wissen über die Zukunft. Schauen wir mal hier. Komm. Ist von diesem Leid. Gegner, ja, prima. Kratos führt meine Hand. Kann ich wirbeln. Hab ich viel Wut. Und Wutgeneration. Da kann man unendlich wirbeln. Ah, schön, danke schön. Gibt es hier auch Champions? Oder Elite? Nö. Das sah so komisch aus. Plötzlich kommt dieser große Fette und wird herangezogen. Okay, gehen wir hier rein. Und durch den Erzengel Auri. Boom. Na, Gegners. Wieso so wenig Elites? Ich möchte Elites. Ich möchte Herausforderung. Gehen wir lieber in den Rift nachher. Ah ja, Ding wollte ich noch machen. Blutsplitter aufbrauchen. Aber das können wir nach dem Rift machen. Was wollen wir es vorher? Wäre schon gut eigentlich vorher. Wäre schon gut. Dann machen wir das vorher. Ja, dann haben wir gute Items für den Rift. Von diesem Leid befreit, Engel. Es zieht leider nicht die ganze Zeit die Gegner ran. Aber meistens. Na, haben wir hier den... Den haben wir nicht. Ah, wir müssen alle Gegner töten. Ja, wo haben wir noch einen Gegner? Ach komm schon, ich brauche einen Gegner noch. Ah, da links wahrscheinlich. Ah, hier. So. Dann gehen wir. Ja, gehen wir nach... In die Zitadelle der Bastion wieder. So. Und da können wir hier unten, ganz unten, die hier, kann man die Blue Charts, den 97 habe ich. Was wollen wir denn? Irgendwelche, ja, die sind eigentlich genug stark. Irgendwas, zum Beispiel Schulterschutz. Ich habe schon Besseres gesehen. Ein bisschen stärker. Handschuhe. Ja, da brauchen wir nicht unbedingt. Nehmen wir lieber noch mal ein paar Schulterschutze. So einen Brief beschwert. Komm, ein Unique oder so. Wäre doch geil. Ah ja. Ein Plattenschulter von Sakara. Eure Gegenstände werden unzerstörbar. Das ist doch mal was wir brauchen. Dankeschön. So, was könnten wir noch gebrauchen? Ja, die sind zu stark. Was wir noch gebrauchen können ist...
Ein Helm zum Austauschen. Einen Helm. Vielleicht findet ihr dafür ja einen Nutzen. Irgendwann einmal. Ja toll, jetzt haben wir das gleiche nochmal. Aber diesmal ohne. Ja, ist nicht so gut. Könnten wir aber gebrauchen. Oh, Pech gehabt. Oder die. Ja, nehmen wir die. Sieht irgendwie komisch aus. Jetzt sehe ich aus wie ein aus Final Fantasy oder so. Nehmen wir rein, legen wir rein. Hier haben wir leider keinen Sockel. Das tut uns weh. Aber egal. So. Und ja, wenn wir sonst nichts denken, dann können wir alles verkaufen. Und holen nochmals ein bisschen Blutsplitter. Es lohnt sich auf alle Fälle. Also wenn ihr die ganze Zeit irgendwie einer kauft, dann ist mindestens bei einem Inventar ein Unique dabei. Es lohnt sich schon richtig. So, ja, ich wollte natürlich hier reingehen. Dann schauen wir mal, was wir bekommen. Wäre schon cool, wenn wir einen Ding bekommen. Einen guten Level. Zum Beispiel die Folter da, wo das Folterzeug ist mit dem ganz großen Level da. Lernt eure Macht. Ja, aber zuerst kommt mal etwas anderes. Jetzt kommt zuerst einmal der Silberturm Level 2 scheinbar als Pardon. Ich brauche Wut. Ja, da gibt's halt hier Wut. Ruf der Auerahnen. Hab. Oh, sind die stark. Die sind einfach viel zu stark. Völlig unbalanciert. Ein Boom macht's. Boom. Euer Fleisch ist schön. Sehr schön. Und hier haben wir noch eine Kugel. Wir hauen einfach vom Kampf ab. Ist doch am besten. So. Ich will nur durchgehen. Wir sind die falschen Gegner. Das kannst du vergessen. Wir haben Wirbelwind. Ein wildes Drago setzt Wirbelwind ein. Aber nicht das Wirbelwind von Pokémon. Nein, lass da. Die Gegner wurden zerfetzt durch meine Attacke und zu meinen Buff. So. So richtig zerfetzt. Es gibt einen Film, der heißt The Tournament. Da sieht man auch immer wieder, wie die Gegner zerfetzt werden. Das ist doch was Schönes. Ah. Blutsplitter. Also Knochensplitter und Blut und Fleischfetzen. Fliegen auf einem zu und oh. Da freut sich doch das Barbarenherz. Und wir gehen in den verzauberten Kerker Level 2. Ja, okay. Ist nicht viel anders, aber fast gleich. Ja, jetzt schon bessere Gegner. Also die Grünen da, also diese Schieße da. Stachelkrake nervt. Na, gibt's was hier Schönes? Oh, wir haben bald wieder ein Level up. So. Na? Wollt ihr mittanzen? Ich tanze eine Runde. Da. Kommen diese Kreaturen überhaupt her? Giftkröte. Und hier einfach mal auf barbarische Art aufräumen. Alle Kadaver werden weggeschossen. Bang! Da gibt es...
Dann, mit einem Wisch ist alles weg. Genau so. So, wo ist das Level Up? Schön. Schöner Drop. Aber leider nichts, wo solch heraussticht. Nur Rares. Oh, sieht das schön aus. Na, wie geht es dir? Ah, gut, okay. Sieht man aber anders. Die Menschen können einfach nicht mehr zugeben, dass es ihnen schlecht geht. Ah, ein bisschen warten. Ah. So, und was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt noch dieser Moderkeller. Moderkeller, hahaha. Sieht so aus, als würde es hier moderig sein. Ah, bam! Baba macht mit Abstand mir am meisten Spaß. Das ist so cool. Der ist so cool, der hat so geile Fähigkeiten. Früher war der ein bisschen, ja, nicht so schön zu spielen, weil er ja nicht so gute Buffs, langhandhaltende Buffs hatte und natürlich nur wirbeln konnte effektiv. Aber jetzt wurde er sehr gut überarbeitet. Er war auch schon mal ein bisschen stärker, aber so macht er auch Spaß zu spielen und nicht so, oh, nach 40 Sekunden muss ich neu schreien und alles mögliche. Für was denn? So, aufstampfen, Fuß des Berges. Aha. Und so, und das Besäger ist Wahnsinn. Das könnten wir mal anschauen. Dann unerbittlich. Was ist das? Kenne ich jetzt nicht so. So, geht ihr mal weg, ihr Gegner. Ich will mal schauen. Ja, toll, jetzt kommt hier noch einer. Peng. So, Zorn des Besägers, Wahnsinn. Um 50%. Ja, dann nehmen wir natürlich das. So ein riesen Schadensbuff, das ist perfekt für einen Boss. Hier sind ein bisschen zähe Gegner. Ich will ins nächste Level. Ja, dann machen wir mal die da. Die hauen alles weg. Alles. Mit einem Wisch ist alles weg. Peng. Ja, Zeit zu plündern. Oh, ihr seid unverwundbar. Ich liebe solche Schreine. Peng. Beim Dämonenjäger gibt es ein Item, ein Set-Boni. Von einem ganzen Set, glaube ich, oder von der Hälfte der Sets oder so. Wo ermöglicht, dass er alle Begleiter auf einmal beschwören kann mit den Bonis und so. Ist das nicht? Das ist doch extrem OP. Wenn man bedenkt, der Wolf gibt mehr Schaden. Die Fledermaus gibt also Hassregeneration. Und ja, die Spinne ist auch stark mit dem Gift. Und das alles zusammen auf einmal aktivieren und so, das ist richtig geil. Das ist doch extrem stark. Ich bin übrigens als Zweitcharakter auch an meinem Dämonenjäger Leveln. Den können wir dann auch mal spielen. Aber wir konzentrieren uns jetzt zuerst auf den Baba. Weil er mir auch viel mehr Spaß macht. Meine Hiebe vernichten euch. Wie die alle hereingesogen. Oh, yeah. Diablo 3 übertreibt manchmal.
Mit einem Wisch ist alles weg. So, letztendlich mal ein gutes... Hey, was sind denn das für Levels? Keine Abwechslung. Oh, 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 oh. Der Eile. Oh, 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 oh. Hallo. So, was? Schließ Apex. Betönt ein bisschen pervers. Ah, hallo zusammen. Habt ihr keinen Bock? Alle haben keinen Bock mit mir zu spielen und hauen ab. Sie gehen freiwillig ins Jenseits. So unfair. Jetzt fühlt man sich wieder sehr langsam nach diesem coolen Schrein. Saugen. Und Pam. Paar Skorpione töten. Mit einem Wisch ist alles weg. Ach komm schon. Ihr habt doch eh keine Chance. Jetzt habe ich alles eingesetzt. Ah, hier ist noch eine Erfahrungsstelle. Sehr schön. Habt ihr schon Angst? Habt ihr schon Angst? Ihr Noobs. Ach kommt, nicht nerven. Könnten wir noch ein bisschen warten, bis die Abklingzeit reduziert, also abgelaufen ist. Ach, nervt nicht. Nervt nicht. Oh, hier haben wir noch. Ja, ist nicht so gut. Den können wir benutzen. Ja, den benutzen wir. Und... Ja, ist viel zu schwach. 5-1 ist zu viel. Das, den wir verlieren. Jetzt können wir noch hier kurz schauen. Wirbelwind, Hammer der Urahnen, Donnerschlag. Teufelsamboss. Feuerschaden. Geburtsrecht, aha. Hier haben wir Aufstampfen, Fuß des Berges. Oh cool. Mehr Wut. Erdbeben. Was entfernt die Wutkosten und reduziert die Abklingzeit um 50 Sekunden. Das ist mal episch. Aber wir benutzen nicht Erdbeben. Könnten wir schon benutzen, aber wir haben keine Slots mehr frei. Aha, das ist das. Okay. Da wusste ich den Namen nicht. So, jetzt können wir noch den letzten, die letzten paar Gegner töten. Für den Boss. Platz da! Ha, gleich am Ende sind wir gewesen. Ich brauche Wut. Oh, wie viel Damage ich mache. Mehr Wut. So, haben wir Doppeldrop. Ach komm bitte. Feuriger Schwefel. Geil. Den könnten wir gebrauchen. Ja, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen Doppeldrop. So. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Ich danke euch für euch. Ja, nicht hier. Hier unten müssen wir. So. Und jetzt
alles Zeugs hier rein. Haben wir viel Zeugs bekommen. Jetzt haben wir ein feuriger Schwefel. Oh, nicht das da. Weg damit. Hier die zwei noch. Jetzt haben wir hier zum Beispiel. Nehmen wir, tauschen wir aus. Und hier wird er noch. Regeneration wäre doch besser. Mhm. Okay, zuerst zum Händler. Hier noch alles verkaufen da oben. Und jetzt hier die Sachen rausnehmen. Umoperieren, so. Ah, das tut doch gut. Wie viel Damage? 6500. Nice. So, was wollen wir jetzt noch machen? Ich wollte noch eine Runde im Ding machen. Ruinen von Chaos. Da hat es nämlich sehr gute Unique Drop Chancen. Einfach in die Gänge gehen, wo ja, optionalen Gängen reingehen. Wir haben eine Siedlung nahe des westlichen Meeres gegründet. Mit der Zeit wird sie zu einer großen Stadt heranwachsen. Nun, da wir uns ist das die Nephalem-Stadt, genau. Eine Suche nach den Ruinen der Nephalem-Stadt Corvus beginnen. Der Foliant besagt, dass sie sich ganz in der Nähe befunden haben muss. Ich hab sie gefunden, du nicht. Sie wollte die Adria wollte irgendwas von diesem Chaos haben. Ich habe in der Story nicht aufgepasst. Ja genau, schieß mal das Gold raus. Ich habe neue Kraft geschöpft. Yay, ein Plan. Okay. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Was ist denn das hier? Geht mal weg. Kleines Ungeziefer, nervt doch ein bisschen weniger. Hey, nimm sie. Zurück in die Hölle, Hund. Hast du recht. Blum. Hier unten könnte irgendwas sein. Scheinbar nicht. Ne, hier unten ist nichts. Außer ein bisschen Ungeziefer. Und das ist, sind wir gewöhnt. Hau ab. Nein, ich will nicht, nein. Was wird denn das? Noch kurz hier hoch. Ja, kommt ihr mal mit. Hier ist ja nichts. Wir haben damit begonnen, die Marschen nach den Ruinen von Corvus zu durchsuchen. In diesem stinkenden, schwärenden Sumpf finden sich überall verwitterte Steinblöcke. Sollen dies etwa die einzigen Überbleibsel der einst stolzen Nephalem-Stadt sein? Nein, da ist noch mehr. Ich weiß es. Keine Chance. Oh, Heimsuchung. Sehr gut. Einfach manchmal die Sachen aufmachen, heimsuchen. Mach den Rest. So, hier haben wir scheinbar wieder ein Event.
War es das schon? Okay. Dann mache ich hier aber die Kiste jetzt auf. Yay! Wieder ein Unik. Aber jetzt eines, das wir gebrauchen können. Lieber kurz schauen. Hoffentlich ein Ring, den ich noch nicht hatte. Rogas riesiger Stein. Erhöht euer Leben pro Sekunde um bis zu 76%. Basierend auf eurem verlorenen Leben. Cool. Wollen wir den Nagelring noch behalten wegen dem MF? Naja, bringt halt nicht so viel. Ne. Da kann der Schuft den tragen. So. Und Pendegraster Plan. Von Waffenwurf. Aha. Okay. Was passiert hier? Aha, die verglühen auf diesen Platten. Dann gehen wir zuerst mal unten durch. Mal hier schauen. Ja, der Pfeil zeigt noch schräg oben. Hallo. Niemand hält mich zurück. Was passiert hier? Aha, diesen... alle Gegner verglühen auf diesen Platten. Ah, verstehe. Okay. Cocktail. Tanzen ist so schön, tanzen macht Spaß. Also die Hallen mache ich mehrmals, auch wenn wir jetzt noch keinen Unique-Fundplatz gefunden haben. Wir haben immerhin ein Unique gefunden. Ein Legendary. Oh, ich sage immer noch Unique. Tönt einfach besser. Ah, hallo. Wir wollen alle mittanzen. Schade, irgendwie habe ich die ganze Zeit gefunden, als ich mit der Zauberin hier durchgekommen bin. Und jetzt nicht mehr. Ah, mit dem Hexendoktor, genau, habe ich die gefunden. Da habe ich zum Beispiel das Set-Item mit dem Huhn gefunden. Also das Huhn von einem Set ja, Zusammenfassung. Von einem Gesamtset. Und... andere Sets habe ich hier auch schon gefunden. Ich mag dieses Gebiet. Vulkatos führt meine Hand. Die halten sehr viel aus hier. Die bekommen aber eins besonders gleichen auf die um.
Ach komm, das ist doch langweilig, wenn nichts kommt von einem Unique. Das sind immer so ganz ja, große Gänge auf die Seiten. Und dort ist immer ein Krug oder so, wo ein Unique drin ist. Also zu einem hohen Prozent ein Unique drin ist. So. Peng, eins auf die extra Ome. Und das ist kein extra Gang. Schade. Aber wir holen kurz den anderen. Damit wir die Erfahrung bekommen. Ha, hier müssen wir runter. Ah, wir müssen ja Adria töten. Das habe ich gar nicht gelesen. Okay, da gehen wir oben durch, aber zuerst schauen, was dort ist. Kommt ein bisschen ein neues Unique oder so. Also hier drüben ist nichts. Sieht schon ein bisschen besser aus. Nach so einem Gang. Mal schauen. Sie ist halt natürlich sehr selten, also ich habe auch immer die ganze Zeit suchen müssen. Und wenn man die Runs die ganze Zeit wiederholt, dann hat man bald sehr schöne Unix Z-Titans und alles mögliche. Aber wahrscheinlich muss ich auch ein bisschen höher Level sein. Je nachdem. Damit irgendwas Gutes droppt. Ja, hier ist natürlich noch weiter normales Level, ohne Geheimgang. Was ist mit dem los? Der hängt irgendwie an der Wand. Da ist ein großer Raum. Na? Diese Explosionen. Ah, ich lieb, wir den Barbaren mehr lieben. Was ist los? Was ist hier los? Skarnachts, Wächter des Grabes. Hier fängt es an, wild zu werden. Easy. Noch eine. Aha. Also hier drüben war nichts. Und ein Level Up. Sehr schön. Aber hier ist gar nichts. Bekommen wir keine Truhe oder so. Nur mehr Gegner, aha. Aber ein Level Up, komm. Noch nicht. Okay. Doch jetzt. Level Up. Zackenklinge für später. Uran. Hirnerschütterung für Waffenhof. Das ist wahrscheinlich wieder mit Stun oder so. Okay, das war's. Ja, hier ist nichts mehr. Ja, wollen wir noch kurz Adria töten? Ja, der Weg ist nicht so lang. Dann machen wir das. Und dann... Ja, machen wir das nächste Mal wieder weiter. Und... Ja. Ich muss mir noch überlegen, was ich euch zeigen soll das nächste Mal. Machen wir wieder ein paar Kopfgeldaufträge. Damit wir die Dinge bekommen, die
Wie sagt man denn? Letzte Nacht fand ich die vergessene Nephalem-Stadt. Ja, diese Zusatzbelohnung in den Kisten. Ja, okay. Okay, dann schließe ich diese Aufnahmesession mit diesem Kampf ab und ich sage bye bye, bis zum nächsten Mal. Wir sind unseres Schicksals Schmied, unabhängig von ewigen Konflikten. Doch euch ist diese Wahl nicht... Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid derjenige, der ihn befreit hat. Ja, ja. Er findet immer einen Weg. Mein Meister wird zurückkehren. Okay, noch eine Vorlage. Die können wir gleich noch kurz abgeben beim Schmied und beim Juwelier. Also Amulett ist beim Juwelier. Und der Schmiedeplan ist beim Schmied. So. Ja, jetzt haben wir Amulett der Stärke und Amulett der Vitalität. Und hier. Was ist das? Handschuhe. Handschuhe. Pentegras der kritische Trefferchance. Ja, müsste aber nicht so stark sein, schade. Händler. Was braucht ihr? Ist natürlich nicht so stark, aber das können wir trotzdem mal ersetzen. So. Da müssen wir hierhin. So, die Keule, die sieht nicht so schön aus. Lieber ein cooles Schwert. So. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hoffentlich und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Bye bye.